Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jost Wachst Up. Ich bin Vera und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Nachhaltigkeit bei Jost. Dazu wird euch heute Michael Fischer, der bei uns die Produktentwicklung leitet, einiges zu unseren umweltfreundlichen Lösungen erzählen. Und los geht's! Wir bei Jost wollen mit unserer Produktion und unseren Produkten die Belastungen für die Umwelt und die Gesellschaft so gering wie möglich halten und wenn möglich komplett vermeiden. Wir alle wollen in einer gesunden, grünen und nachhaltigen Welt leben. Mit unseren Produkten tragen wir zum Ziel bei, Nutzfahrzeuge umweltfreundlicher zu machen. Eine wichtige Rolle spielen dabei unsere gewichtsoptimierten Produkte wie Aluminiumstützwinden, leichte Sattelkupplungen oder die neue Trailerachse DCA Weightmaster Plus, die leichteste Achse ihrer Klasse. Leichtere Produkte sorgen für geringere Emissionen und höhere Kapazitäten beim Transport. Durch unsere Lenksysteme verschleißen Reifen weniger und der Kraftstoffverbrauch sinkt. Und mit unserem biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoff wird auch der Service nachhaltig. Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur grüne Produkte, sondern auch nachhaltige und sichere Lösungen für die Anwender. Unser automatisches Kupplungssystem KKS löst alle körperlich anstrengenden Tätigkeiten des Sattelvorgangs komplett ab. Fahrerinnen und Fahrer können unabhängig von Wetter und Tageszeit sicher und komfortabel von der LKW-Kabine aus den Sattelvorgang durchführen. Das reduziert den Stressfaktor erheblich und vermeidet das gefährliche Klettern auf den Catwalk, denn dieser Schritt entfällt mit dem KKS genauso wie das Kurbeln der Stützwinden und Stecken von Luft und Elektrik. Im letzten Jahr haben wir außerdem damit begonnen, auf den Dächern unserer Produktionsstätten Solaranlagen zu bauen. In Portugal und der Türkei kann Jost dadurch bereits nahezu CO2-frei produzieren. Andere Standorte werden folgen. Wir bei Jost haben das klare Ziel, bis zum Jahr 2030 unsere CO2-Emissionen pro Produktionsstunde zu halbieren. Damit leisten unsere Produkte einen wichtigen Beitrag, den ökologischen Fußabdruck von Nutzfahrzeugen zu verbessern. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Jost Truck Stop. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Folgt Jost World auch gerne auf Social Media und bis zum nächsten Mal.